Leute, was geht ab? Herzlich willkommen zu den Gold 1 Weekend League Rewards. Ja, wie letzte Woche haben wir Gold 1 geholt und diese Woche ist ein richtig heftiges Team of the Week da. Ja, ihr könnt mir auch gerne in die Kommentare schreiben, was ihr geholt habt und was ihr aus den Packs gezogen habt. Und ja, das Team of the Week ist richtig heftig und hoffentlich ziehen wir was. So, hier in Ultimate kann ich euch mal das Team of the Week zeigen. Also Castells, Silva, Roberto und ja, die sind halt gut für Rating. Und dann spielbar ist auf jeden Fall heftig Konaté. Oh, also der hat einen Perfect Link zu Mokele. Für den Fanti wäre er eigentlich auch schon krank. Dann Bruno Fernandes richtig heftig. Lozano ist auch. Gute Karte. Wie viel Pace hat er? 97 Pace. Das ist ja auch heftiger Sub. Lorente wäre auch richtig heftig. Und dann, ja klar, Messi halt. Als bester. Ich will mal kurz die Preise hier nachgucken. Lorente 200. Bruno Fernandes 600 und Lozano 150. Ja. Ja, wir fangen aber dann. Dann holen wir erstmal Boni aus Division ab. Rang 3, glaube ich, diese Woche. Ja. 55 und 35 Carpack, Division 1, Rang 3. Und dann holen wir die Gold 1 Rewards ab. Erneut Gold 1 hier im 20-7 wieder. Für Champions Gold 1. 200 Carpacks. Ja. 50 K-Pack und 2 Player-Packs. Und ja, tut mir leid, dass kein Stream kommt, aber das also auf dem Donnerstag Streams finde ich. Fangen wir an dann mit dem rechten Player-Pack. Komm, gönn. Let's go, Konaté. Ja, man kann nicht die Spielerwerte abrufen. Konaté ist schon nice. Damit bin ich schon zufrieden. Das ist eine spielbare Karte. Die baue ich vielleicht sogar mal aus Fun ein. Und den zweiten, ich habe X gedrückt. Komm, gönn. Ah, schade. Da nehme ich einfach Carlos Soler. Aber Konaté auf jeden Fall heftig. Ja, schmeckt. Zu dem Pack. Mega Pack, selten Mega Pack und zwei Jumbo seltene. Ja, erstmal Mega Pack. Was sind wir? Division. Die sind ja eh geschenkt. Könnte man ja auch vielleicht mal was mitnehmen. Kein Walkout im ersten Set. Auch kein 83er, aber könnte noch was sein. Watschlick. Watschlick. Ja, schade. Aber dahinter auch nichts. So, machen wir weiter. Seltene Megapack. Und dann kommen wir zu den 200k-Packs, woraus man schon nice Sachen ziehen kann und muss. Hier auch kein Walkout. Aber war letzte Woche und glaube ich auch so. Das ist Carlos Vela. 83er immerhin. Aber aus den 100k-Packs muss gleich schon was kommen. 30 Spiele wieder gesweatet. Dahinter noch ein 83er. Jetzt zu den 200k-Packs. Da muss auf jeden Fall ein halbwegs wertvoller Spieler kommen. Finde ich. Gibt es hier auch Wahrscheinlichkeiten. Sind ja auch noch die Road to the Final-Karten zu ziehen. Aber die Chance ist eher gering. Machen wir das linke zuerst. Komm, gönn. 3, 2, 1. Aus dem ersten. Walkout. Let's go. Road to the Final. Ndidi! Let's go! Ndidi! Wie viel kostet der noch? Jetzt hat er 400k gekostet. Schon wieder so hartes Backlag. Alter! Let's go! Let's go, Alter! Aktuell das Backlag. Ich muss echt sagen, das schmeckt. Let's go! Da kann jetzt auch noch alles hinter sein, aber ist mir schon egal. Wie viele Coins haben wir bitte gemacht? Heftige Karte. Heftige Karte. Damit habe ich jetzt mal nicht gerechnet, aber dahinter Bale. Bale kostet aber glaube ich nichts mehr. Schade. Vor ein paar Wochen. Wie viel kostet NDD? Ja, bisschen gedroppt. 260k. Let's fucking go. Alter.
Nummer 3, 2, 3. Son! Was? 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 Alter! Das ist das heftigste Pack. Was zur Hölle? Bitte erkenn mein. Alter, was? Son als Duplikat? Was ist geschehen? Ne, das ist zu viel. Das ist zu viel. Oh mein Gott. Was ist geschehen? Wie viel. Alter, wie viel kostet der? 130, 140k. Ne. Darauf komme ich echt nicht mehr klar. Was ist geschehen? Ja, dann kommen wir jetzt zum zweiten 100k Pack. Heftiger kann es gar nicht mehr werden. 3, 2, 1. Aber es kann ja trotzdem noch was kommen. Kein Walkout, schade. Alter. Ja, Birki, ne? Egal, was war das gerade für ein heftiges Pack? Hier haben wir auch noch einen Doppelten. Alter. Let's fucking go. Ja, dafür einfach ein Like da lassen. Das kann alles so nice investiert werden. So Leute, ich habe jetzt Son und Entity verkauft. Er hatte dann 400k, jetzt seht ihr, das sind auch noch 130. Also ich habe die 100k, die ich vorher hatte, auch noch in Fabinhos gesteckt. Und dann habe ich in Brasilien seltene Verteidiger investiert. Die mache ich auch noch mit den restlichen 130k. Die werden wahrscheinlich richtig krass ansteigen. Und ja, das ist heute noch so als kleinen Trading-Tipp. Sagen habe ich vom YouTuber. Den verlinke ich euch auch mal. Ja, der macht heftige Trading-Tipps. Also einfach, ihr geht auf Transfers. Transfermarkt. Dann hier absolut Gold selten. Verteidiger Brasilien. Dann auf 1000 Münzen. Bis 1-1 könnt ihr einkaufen eigentlich. Und dann nehmt ihr euch hier einfach ein paar mit. Ich bin jetzt gerade noch gebannt. Aber ja, nur damit ihr Bescheid wisst. Und ja, dann war es das mit dem Video. Danke fürs Zuschauen. Lasst ein Like und ein Abo da. Wenn ihr es noch nicht getan habt, kommentiert, was ihr gezogen habt. Haut rein und ciao.